Hallo, hallo und ein wunderschönes Willkommen zu einem neuen Part von Don't Starve. Dieses Mal allerdings nachkommentiert. Ja, hey Mensch, endlich ist es auch mal bei mir soweit. Problem ist nicht, dass ich die Audiodatei verloren habe oder sowas. Ich finde sie einfach nur grottenscheiße und möchte euch das einfach nicht antun. Ich war während der Aufnahme einfach so in Gedanken versunken und hast nicht gesehen, dass ich mir dachte, nee, das kannst du jetzt nicht hochladen. Zumindest nicht mit dieser Audiospur. Deswegen werdet ihr jetzt im Grunde sehen, was ich in dem Part gemacht habe. Und das Ganze natürlich auch von mir kommentiert. Und auch erklärt, was in der letzten Zeit so los war. Weil ich habe natürlich einen kleinen Fehler begangen beim Hochladen und so weiter. Also eher beim Bearbeiten. Denn ich nehme meistens eine Stunde lang auf. Das heißt, ich mache daraus vier Parts, jeweils 15 Minuten in den besten Fällen. Allerdings ist mir beim letzten Mal bei der Aufnahmesession, beim Bearbeiten nach der Aufnahmesession, auf ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich drei Parts, die Part Nummer 8 gegeben. Jetzt frag mich nicht, wieso. Ich mein's ernst, frag mich nicht, wieso. Ich habe echt keine Ahnung, wieso. Problem bei der Sache ist natürlich jetzt, dass ich diese drei Parts, die haben sich nicht richtig angereiht. Da sie alle dieselbe Nummer haben. Sie sind im Grunde nur aufgrund des Textes, den ich dahinter geschrieben habe, des Titels, angereiht worden. Und so hat sich im Grunde ein kleiner Fehler unterlaufen. Ja, der Fehler bei der ganzen Sache war, dass ich im Grunde den letzten Part, also den vierten Part der Aufnahmesession, vor dem dritten hochgeladen habe. Und ich wedel die ganze Zeit mit den Schweinen rum, weil ich, beim Schweinhaus rum, weil ich, die Schweinehäuser verloren habe in dem Part. dazu komme ich jetzt auch nochmal. Und zwar, ja, man kann es daran merken, dass ich plötzlich bei Part 8 am Ende 22, bei Tag 22 bin und, mir, glaube ich, sogar etwas heiß wurde. Und bei Part 9 ich plötzlich in meinem Lager bin und drei Schweinehäuser habe und eine B-Box und keiner weiß woher. Das habe ich in Part 8 gemacht. hier erkläre ich gerade, dass ich zu den Spinnen wollte, das werden wir gleich auch noch sehen. Aber das Problem ist, diese Dinge sind mir alle abhanden gekommen. Also nicht alle, die Schweinehäuser. Weil ich von Hunden angegriffen wurde. Und die Hunde, die sind im Sommer ein bisschen anders, zumindest einer davon. Und zwar brennt der. Zumindest, wenn man ihn tötet. Und dabei hat er natürlich auch die Schweinehäuser mitgenommen. Ich werde das hier jetzt einfach mal einblenden, diese Szene. Ich war ziemlich geschockt in dem Moment, deswegen habe ich nicht so krass reagiert. Viel Spaß. Das erste Mal, dass Wölfe... Nee, das zweite Mal, dass Wölfe kommen. So, greift bitte an. Nicht die Schweinehäuser, verdammte Scheiße. Ah, nein, da raste ich doch aus. Nein, das ist jetzt echt scheiße. Ja gut, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ich denke mal, das war eigentlich das Wichtigste, was man jetzt da noch hätte raussehen können und so weiter. Ich dachte mir einfach, das müsste ich euch jetzt noch zeigen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das jetzt ganz okay ist. Okay, jetzt begebe ich mich zu den Spinnen, weil ich nämlich in diesem Part hier nur auf der Suche nach Spinneneiern bin. Weil ich nämlich nicht immer so weit laufen möchte für die ganzen Spinnen. Ich brauche nämlich auch Spinnenweben und Spider-Gland. Das ist natürlich relativ wichtiges Zeug. Ebenso auch Monsterfleisch zum Braten und so weiter, also zum Kochen, damit ich nicht immer gutes Fleisch benutzen kann. Und da sehen wir den Geist, den ich beim letzten Mal auch ziemlich penetriert hat. Deswegen möchte ich mir ein Spinnenei besorgen, das ich dann in der Nähe meines Hauses, Camps platzieren kann. Damit ich nicht mehr so weit laufen muss. Das Ganze hat sich aber relativ schwer gestaltet und das werdet ihr noch sehen. Ich spoilere euch jetzt nicht vor. Hier bin ich gerade am Erklären. Hier habe ich ein bisschen was von den Kommentaren erzählt. Und zwar, dass mir in den Kommentaren geschrieben wurde, ich sollte doch mal ein Tallbird großziehen. Das werde ich machen. Durchaus. Das habe ich so oder so vorgehabt. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen dieser Person, die mir das geschrieben hat, aber ich werde auf jeden Fall ein Tallbird großziehen. Allerdings muss ich erstmal ein Tallbird finden. Denn
das brauche ich natürlich ein Ei des Tallbirds und das kann ich natürlich nur finden, wenn ich ein Tallbird finde. Und das gestaltet sich schwer. Ich habe nämlich keine Erinnerung mehr, mehr daran, dass ich überhaupt einen schon mal gesehen habe hier in Tallbird. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich bald mal einen sehe, damit ich diesen Wunsch erfüllen kann und ein Tallbird großziehen kann. Hier zoome ich noch mal ein bisschen durch die Gegend, ob ich da irgendwo schon mal ein Nest gesehen habe. nur zur Erinnerung, wir haben es gerade 2 Uhr am 16.04. Also dieser Part ist relativ zeitnah. Ja, außerdem wurde mir noch in den Kommentaren geschrieben, dass ich relativ häufig recht schnell verrecke, beziehungsweise relativ häufig fast verrecke. So. Oh, jetzt habe ich gegen mein Mikro gehauen, sorry. Ja, das lässt sich allerdings nicht verhindern, denn das ist meine Art zu spielen. Ich habe einfach dieses Problem, dass ich manchmal relativ viel Leben habe und manchmal relativ wenig Leben. Und da habt ihr gerade ein Wehrschwein gehört. Ein Wehrschwein, kein Meerschwein, nur mal so. Ein Schwein, das an Vollmond zu einem Wehrschwein mutiert. Das werde ich mir natürlich jetzt auch schlagen. Hatte ich mir so gedacht eigentlich. Aber, naja, da hat sich's zurückentwickelt. Als Wehrschwein wäre es natürlich sehr viel besser gewesen, weil ich dadurch 2 Miet und einmal Schweinehaut bekommen hätte. Hier habe ich jetzt nur einmal Schweinehaut bekommen. Was ist das denn für ein Scheiß? Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Kommentar wegen fast sterben. Wie gesagt, das ist meine Art zu spielen. Ich kann einfach nicht anders. Es passiert einfach. Irgendwie passiert es einfach. Ja gut, hier möchte ich mir das Schwein erstmal zähmen. Und da oben sehen wir dann im Grunde das Nest, was ich ausräuchern wollte. Was allerdings jetzt ein bisschen schwerer wird. Ja, ich versuche die Spinnkönigin irgendwie zu zerstören, aber es wird einfach nicht so gut klappen. Dessen bin ich mir auch schon bewusst gewesen, selbst im Part. Aber, naja, irgendwas musste ich versuchen. Ich habe da, glaube ich, weiterhin irgendwas erklärt. Ach ja, genau. Ich habe erklärt, und das mache ich jetzt auch noch einmal, damit ich diese Frage nämlich auch hoffentlich auch beantwortet bekomme. Und zwar habe ich den Charakter Webber freigeschaltet. Und damit auch schon 2 Spielstände. Beide sind sie ungefähr bei 30. Also bei Tag 30. Das heißt, wenn ich hier sterben sollte, was in diesem Part noch nicht passiert, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, Spoiler, was in diesem Part noch nicht passiert, könnte ich rein theoretisch immer relativ gleich mit den Tagen bleiben bei den Spielständen. Und wenn ich hier sterbe, dann im Grunde mit dem anderen Spielstand, mit Webber, das Ganze weiterführen. Also das Let's Play. Damit ich jetzt nicht im Grunde wieder mit einem Charakter, mit irgendeinem Charakter, von vorne anfangen muss. Und dann nicht wieder dieses Ganze, ich muss mir erstmal Flint besorgen, neuen Platz suchen und Steine. Weil das finde ich relativ nervig. Und ich glaube, das ist auch relativ nervig zum Zuschauen. Da sind diese Dinge, wenn man sich irgendwas Bestimmtes besorgt, dann doch relativ besser. Und da war meine Frage einfach, ob man sich das Ganze nicht irgendwie leichter machen sollte, indem man dann im Grunde diesen Spielstand weiterführt. Mit Webber. Also, wie gesagt, wenn ich hier sterben sollte, dann im Grunde mit dem nächsten Spielstand, den ich dann im Grunde vorbereitet habe, bis zu dem Tag, an dem ich dann da im Grunde verreckt bin, einfach weiterspielen. Was haltet ihr von dieser Idee? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Also, mich persönlich würde es natürlich sehr interessieren, weil, wie gesagt, ich finde es eigentlich relativ langweilig, dann nochmal das Ganze von Anfang an zu machen. Und da ich mit dem Charakter so oder so schon... Jetzt bin ich gerade ein bisschen müde, Leute! Weil ich mit dem Charakter dann so oder so schon ungefähr in der Gegend bin, würde sich das eigentlich relativ gut lohnen. Und ich sag heute so oft relativ, ey, ich dreh bald durch. Ja, da werde ich gerade ziemlich zerfickt. Da wollte ich eigentlich die Spinnkönigin angreifen, aber dann hat sie plötzlich so einen Soldaten gespawnt und dann war mir das ein bisschen zu heiß, die Sache. Ja. Habe ich jetzt das von gerade zu Ende geführt? Ich weiß es nicht. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Mich würde es interessieren, ob man sich da irgendwie an der Idee festhalten kann.
Weil wenn nicht, dann spiele ich bei den Spielständen im Grunde einfach ganz normal weiter und fertig ist. Aber wenn ihr euch dann im Grunde dafür entscheiden solltet, dass ich mit so einem Spielstand dann weiterspielen soll, dann werde ich die Spielstände nur weiterspielen und zwar immer auf den Tag des Let's Plays zeitgleich halten, damit man im Grunde dann zeitgleich weitermachen kann an dem Tag, wo man dann aufgehört hat. So, hier finde ich zwischendurch noch mal ein paar Schweine und auch noch einige andere tolle Dinge, wie zum Beispiel noch ein paar Spinnennester, die ich dann auch noch natürlich versuche, ein bisschen auszurotten. Was mir allerdings nicht ganz so gut gelingt. Und ich muss zugeben, jetzt muss ich mich echt fragen, wie zur Hölle habe ich es geschafft, so viele verdammte Minuten in diesen Part hier zu bringen. Ich kann mich eigentlich nur noch an eine bestimmte Sache erinnern. Und dann ist das für mich schon vorbei eigentlich. Da habe ich jetzt nochmal ein Living Wood verbrannt. Ich liebe es, dieses Geräusch, wenn sie schreien. Das ist einfach wunderbar. So, ja, jetzt werde ich nochmal live eine SMS schreiben. Naja, okay, live jetzt nicht. Aber geht jetzt gerade nicht. Ich bettel mich jetzt gerade mit ein paar Spinnen. Ich dachte, ich habe mir jetzt gedacht, der da unten könnte doch leer sein, dieses Spinnennest. Aber ich habe mich ein wenig geirrt. Wie man sieht, ich bekomme ziemlich auf die Fresse von den ganzen Spinnenkriegern, die da unten sind. Und ja, das gestaltet sich alles ein bisschen schwieriger mit dem Spinnenei aufsammeln, als ich gedacht habe. Ja, ich versuche natürlich jetzt auch wieder einen Schmetterling zu fangen, weil ich irgendwie meine HP hochbringen muss. Ich meine, ich habe zwar Spider-Gland, aber mit einem Schmetterling finde ich das eigentlich auch nicht so schlecht jetzt eigentlich. Ist eine etwas bessere Variante. Und schon wieder verbrannt. Jetzt versuche ich mich nochmal so ein bisschen in der Nacht daran, das Ganze zu machen. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich komm einfach nicht an die ganzen Sachen ran. Das Problem ist einfach, in der Nacht sind die Spinnen viel zu in einer großen Überzahl. Sagen wir es mal so. Und deswegen kriege ich das einfach nicht so gut hin. Deswegen habe ich mich entschieden, holze ich doch mal in der Nacht noch mal das eine oder andere Ding ab. Ist doch auch ganz gut. Ich meine, Holz haben wir nur noch 8, da kann ich durchaus noch ein bisschen was gebrauchen. Also, who cares? Mache ich die Axt halt noch kaputt. Und ja, was gleich noch passiert, ey, ich wünschte, es wäre nicht passiert, aber hey, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Am liebsten, muss ich sagen, wäre es mir natürlich gewesen, wenn ich das Ganze jetzt nicht nachkommentieren müsste, weil ich muss das alles noch rendern und dann hochladen, das ist alles immer so ein bisschen gaydern. Aber ich mache das für euch, weil es freut mich einfach, dass dieses Let's Play so gut ankommt. Also, allein schon auf den 9. Part, da sind jetzt 6 Likes drauf, oder was habe ich da gesehen? Und wann habe ich das denn das letzte Mal gehabt, ey? Das ist schon krass. Und da habe ich gerade realisiert, dass in dieser Nacht doch gar keine Vollmondnacht ist. Und habe dann doch nochmal ein Feuer angemacht. Naja, passiert halt. Da habe ich jetzt auch die Axt komplett kaputt gemacht und crafte mir, glaube ich, auch keine neue. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ja, das war natürlich das, was natürlich passieren musste. Ich hoffe auf Fleisch bei diesem verdammten Kackvogel, der da schläft. Da schläft einmal ein Vogel in meiner Nähe. Und was droppt er, wenn ich ihn haue? Eine Feder. Ich meine, die roten Federn sind ganz gut. Damit kann man sich Fire Darts machen mit Cut Reeds und Kohle. Aber, ja, ich hätte dann doch eher das Fleisch genommen. Ja gut, die Nacht, die hätte ich dann jetzt gleich schon überstanden und dann versuche ich mich noch einmal an den Spinnen. Allerdings wird das nicht so wirklich was. Muss ich zugeben, hätte ich mir das Ganze besser vorstellen können. Mein Endothermic Fire ist immer noch da, was mich irgendwie verwundert hat nach so langer Zeit. Dass es überhaupt so lange gehalten hat. Und, na gut. Hier laufe ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen rechts rum. Beziehungsweise versuche das Ganze zu umranden, um einen kleinen Überblick zu verschaffen über dieses Gebiet. Und, ja. Bemerke, dass ich da nicht ganz so geiles Gebiet jetzt habe. Ich hatte jetzt zwar noch ein Schwein gefunden und werde das Haus auch, glaube ich, noch zerstören.
Aber ich glaube, mehr war da jetzt nicht. Da waren jetzt zwar ein paar Nester unten, aber ansonsten gab es da, glaube ich, nicht viel mehr. Boah, mein Kurzzeitgedächtnis ist gerade echt für den Arsch. Naja, I follow, ne? Ich glaube, da unten hat sich eine Spinnenkönigin niedergelassen, weil ein Spinnennest um Tag 28 rum, das nur ein hoch ist, das ist ziemlich unmöglich eigentlich. Ja gut, dann bin ich jetzt gleich schon wieder oben und versuche mich dann, glaube ich, noch ein einziges Mal daran, Spinnen irgendwie noch kaputt zu schlagen, aber ich glaube, das wird nichts. Weil ich versuche das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und zwar habe ich das versucht, so zu machen, dass ich immer eine rauslocke. Beziehungsweise ein paar, zwei bis drei. Und die dann wegschicke, im Grunde weglocke. Aber das klappt nicht ganz, weil das Schwein dabei war. Und dieses verdammte Schwein hat mir alles ruiniert. Jetzt warte ich, bis die Spinnen das Schwein getötet haben und wieder in ihr Nest zurückgehen. Und versuche währenddessen nochmal Schmetterling zu fangen. Das ist so schön. Und jetzt versuche ich es wirklich noch einmal. Man sieht, ich lasse die Spinnen angreifen, sodass sie immer noch dabei sind, mich zu jagen und nicht das Interesse verlieren. Jetzt habe ich die im Grunde so weit weggelockt, dass die anderen Spinnen in dem Spinnennest es nicht mitbekommen. Und kann die im Grunde in Ruhe töten, dann nochmal die nächsten Spinnen nehmen und das immer und immer wieder, bis nichts mehr im Spinnennetz ist, sodass ich das einfach abbauen kann. Ich lasse mich hier allerdings treffen, weil meine Konzentration einfach auf dem Nullpunkt war. Es war immerhin halb zwei, meine Güte, was erwartet man? Nur das Ganze, das ist dann nicht so gut gelaufen, weil der Baum, man sieht es fängt an zu brennen. In dem Moment habe ich das noch nicht realisiert. Ich habe noch gedacht, es könnte wirklich klappen. Ich schlage mich jetzt tatsächlich noch mit diesen Spinnen rum. und realisiere einfach nicht, dass das Spinnennest tatsächlich dabei ist, gerade abzubrennen. Jetzt gehe ich zurück, weil ich noch mehr Spinnen holen will. Und es ist weg. Meine ganze Arbeit für nichts. Die Spinnenkrieger habe ich natürlich jetzt irgendwie aufgeweckt, nachdem ich da im Grunde schon weggegangen bin, ist ja klar. Und muss mir natürlich jetzt auch noch gegen die behaupten. Und man sieht, meine HP wieder relativ gering. Ich bin fast am Sterben. Wo wir wieder bei dem Kommentar wären. Und ja, da habe ich im Grunde angefangen zu sagen, ja okay, das mit diesem Part, mit dem Spinneneiern wird nichts mehr, da nee, das kriege ich einfach nicht hin. Da versuche ich noch einmal die Spinne von dem Endothermic Fire wegzubringen und bekomme natürlich gleich wieder ordentlich aufs Maul, ist ja klar. Jetzt lotse ich die woanders hin, damit sie irgendwo in den Karpaten pennen kann, wenn sie möchte. Und das wäre es dann im Grunde auch schon. Also, da passiert jetzt nicht mehr viel. Meine Endothermic Fire ist auch weg. Ich mache mir gleich nochmal ein neues. Och Gott, die kommen jetzt schon wieder hinterher. Und ja. Also im Grunde war es das mit dem Part. Es tut mir leid, dass ich jetzt nachkommentieren musste. Ich hoffe, es hat nicht gestört und es war trotzdem in irgendeiner Weise unterhaltsam. Beim nächsten Part wird wieder alles original sein und nicht nachkommentiert. Und da würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir durch einen Kommentar oder eine positive Bewertung. Und ja, dann sage ich einfach mal Tschüssi und Kowski. Schwarzes Bild. Ah, tschüss.